Krieg. Hi liebe Leute, ich bin's wieder und jetzt geht es in der Lektion Hinterrad versetzen aufs Vorderrad. Ganz klar, ihr müsst euch auf dem Vorderrad sehr wohl fühlen. Es kann sehr gut sein, dass ihr als fortgeschrittene Biker das auch schon geübt habt. Das heißt, mit Hilfe der vorderen Bremse das Hinterrad hochkommen lassen. Ihr fahrt ganz langsam in der Ebene an und Schritttempo, zieht dann ganz explosiv die vordere Bremse. Leistet ihr dazu, habt ihr euch von einer niedrigen Position in eine höhere Position bewegt. Also ihr streckt euch und dann werdet ihr merken, durch den Bremseinsatz kommt das Hinterrad hoch. Dann müsst ihr euch rantasten. Wenn ihr das Gefühl habt, das war zu viel, dann könnt ihr die vordere Bremse auch wieder lösen und das Hinterrad fällt zu Boden, dass ihr nicht einen Überschlag macht. Beim Stoppie merkt ihr mehrere Details, die wichtig sind. Ihr braucht hängende Fersen, ihr braucht Körperspannung, damit ihr diesen Drang, der beim Stoppie entsteht, dass der Körper nach vorne geschoben wird, entgegenwirken könnt, das ist sehr wichtig. Wenn ihr dann spürt, das Hinterrad kommt höher im Stoppie, dann muss der Sattel ab einem gewissen Punkt durch eure Beine hindurch wandern. Dabei werden euch eure Beine wieder beugen und ihr werdet merken, das ist sehr sicher und fühlt sich sehr gut an. Den Stoppie könnt ihr dann auch Schritt für Schritt steigern. Wie gesagt, ihr müsst euch auch vom Kopf her wohl damit fühlen. Wenn es euch hilft, könnt ihr auch auf einer Wiese üben. Ganz wichtig, man muss entschlossen sein und den Kopf daran gewöhnen, dass das Gehirn sagt, ja, du kannst ruhig in einen hohen Stoppie gehen und ohne dass ihr jedes Mal euch erschreckt und dann verkrampft. Das war der Einstieg fürs Versetzen und zwar der Stoppie. Bitte seid nicht verwirrt, wenn ihr andere Tutorials guckt. Manche nennen auch das Rollen auf dem Vorderrad Stoppie. Bei mir ist halt der Stoppie da, wo das Vorderrad auch ganz stoppt. Und da muss halt die Gehirn-Finger-Verbindung sehr geschult sein. Übt das schön, fühlt euch gut dabei. Zieht euch Protektoren an und wir sehen uns in der nächsten Lektion.